Hallo, liebe Internetfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind kurz vor der Horde. Und wir haben noch ein klein wenig was vor. Erstmal Licht aus, das stört nur. Ach nein, das wollte ich doch wandeln. Das Potassium, das soll jetzt gerade mal dienen. Munition hier rein, die Waffen an den Start. Ehrlich gesagt, den Bogen brauchen wir nicht. Wir brauchen die etwas dickere Wumme. Fackeln zurzeit nicht. Allerdings können wir auch schnell noch reparieren. So. Verband an den Start. Zu trinken, zu essen habe ich immer gern parat. Reparaturwerkzeug brauchen wir. Schaufel im Moment nicht. Pickel eigentlich auch nicht. Die Axt eventuell. Bogen. Eigentlich im Moment nicht. Wenn... Dann... Wir haben uns keine Bolzen gemacht? Ernsthaft? Doch, da. Reparaturwerkzeug behalte ich am Start. Okay, wir bräuchten doch eine Kleinigkeit zu essen. Das reicht. So. Na, obwohl. Das können wir noch schnell tun. Haben wir hier nicht. Da haben wir noch welche. Wir wollten noch ein bisschen anpflanzen, kann ich mich erinnern. Außerdem, weil gleich unsere Kartoffeln ernten, hätte ich die auch gern noch ein bisschen am Start. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. So rum. Ist das besser? Ich höre schon Bienen. Sag nur, es geht schon los. Wir sollten uns beeilen. Ah, zu spät. Wir haben schon ungebetenen Besuch. Ja. Okay. Aus Sicherheitsgründen schauen wir erstmal nach dem Rechten. Ach, ich laufe aber auch einen Mist zusammen. Okay, die laufen alle hier schön in die Spitzen. Das war jetzt der Gedanke, dass man dann von oben sozusagen dann einfach auch mal einen drauf geben kann. So zum Beispiel. Das sammelt sich jetzt hier so ein bisschen. Na? Und schon kommen die... Man sieht es jetzt auch schon, da kommen die Blöcke jetzt bei... zusammen. Spider!
Ist die Frage, ob die eine Horde rufen konnten? Oder eher nicht? Das ist ein Polizist? Das war ein Polizist. War es das etwa schon? Den Polizist wollte ich doch mal wenigstens looten. Ach, na ja, Gott. Zwei Schrotflintenpatronen. Ach du liebe Zeit. Okay. Wir wollen natürlich unsere Spikes. Ach du Scheiße. Okay. Ach herrje. Zeug wenigstens ein bisschen, aber man sieht, es bringt's. Okay. Alles auch schon ein bisschen dreist, oder? Die jetzt so abknallen zu wollen. Was ist denn? Ach hey. Okay. Der Kram ist ja immer noch da. Ja, also, ich hätte jetzt gesagt, die Luft ist rein, theoretisch. Also, ansatzweise. Ja, sieht so aus, ne? Also, hier ist dann irgendwie nichts mehr. Ja, die haben sich so ein bisschen ums Haus abgearbeitet. Okay, er hätte jetzt beinahe gesagt, das war's gewesen. Das ist sozusagen die Horde am ersten Tag. Das war, ja, schnell rum. Wir haben es 3 Uhr. Kein Grund, nicht im Garten zu arbeiten. Ich höre es doch schon wieder trappeln. Habe ich hier die Frames gesetzt oder auf der anderen Seite? Ach, auf der anderen Seite. Ah. Hunde. Hat mir gerade noch gefehlt. Eieiei. Okay. Ja, ich höre dich noch. Na gut. Infected bin ich auch. Klasse. Also müssen wir von hier vorne rein, wenn das diese Leiche da zulässt. Ich denke ja eher nicht. Ich bin hunted. Klar, ist ja auch die Nachthorde. Okay. War es doch nicht gewesen? Dennoch müssen wir hier eine Kleinigkeit machen, nämlich unsere Frames einziehen. Was macht ihr denn da? Ihr wisst schon, dass ich hier bin. Jetzt wisst ihr es, oder? Hm.
sollte man nachladen. Ja, ich habe getroffen. Gut, wir sollten erstmal was gegen das Infected machen. Das ist nicht gut für unsere Wellness. Also werden wir nicht ganz so viel am Garten arbeiten können in der Nacht. Aber der Versuch war es wert. Also gehen wir auf den Balkon. Das hat ja keinen Sinn. Ich höre ihn, aber sehe ihn nicht. Okay. Da rennt noch was rum. Erwischt. Naja. Doch. Oh. Ach, das ist die Shotgun. Okay. Da hinten muss da noch was sein. Das ist so trügerisch. Jetzt ist es wieder so ruhig. Da könnte man doch glatt wieder rausgehen. Da haben wir doch schon mal Schiffbruch erlitten mit. Besetzt. Hier ist schon jemand. Eigentlich müsste auch gleich rum sein mit der Rennerei. Und er trifft mich auch noch mit einer Wunde. Das ist unglaublich. Boah, deswegen. Was ein Schrott. Ah ja, hat sich was. Ihr seht aber aus wie Spider. Ihr seid auch welche. Wo ist der andere? Ja, ich sehe dich, aber ich kann dich nicht erreichen. Ich sehe dich nicht, also ich höre dich, ich kann dich am Ende erreichen. Okay, ich glaube, der Spider hat sich auch erledigt. Sehen wir mal nach dem Rechten. Da liegt er. Ah, das Glas nehmen wir doch mit. Blei. Blei ist das, was ich haben will. Vielen Dank dafür. Der Polizist ist natürlich schon längst Asche. Ja, ist klar. Ah, da war doch noch einer. Die gute Armbrust. Oh, das ist... Wo ist die kleine Biene? Hä? Wo ist die kleine Biene? F
feiges Tier. Weg ist er. Gut, das war ganz erfrischend. Dann sammeln wir mal ein, was der Garten in aller Früh uns so vermacht hat. Und was jetzt schon völlig klar ist, wir brauchen 10 neue Kartoffeln. Das ist da schon mal fein. Dann kann man sich auch gleich mal an die vergleichsweisen Gerichte ransetzen. Das war ja ein Test, den ich schon versprochen hatte. Und den ich da gerne auch umsetzen würde. Man muss bei Mais ein bisschen aufpassen, dass man nicht von unten abnimmt, weil dann fällt die Pflanze zusammen. Und dann hat man die Hälfte des Maises verschwendet, weil an den Rest kommt man ja nicht mehr dran. Weil er kaputt gegangen ist. Deswegen immer Mais natürlich von oben ernten. Gibt es nachher keine Bedenken und Probleme. Gut, man muss dazu sagen, die Horde am siebten Tag, am allerersten siebten Tag, ist noch Kindergeburtstag. Ab der zweiten großen Horde wird das schon spannender. Obwohl, ich fand es jetzt schon interessant, dass Polizisten dabei waren. Das überrascht in diesem Zusammenhang. Weil das sollten sie rein theoretisch, also zumindest... Was ist das jetzt? Ich habe vergessen, auf Craft zu drücken, ehrlich. Okay. Also früher, ach früher klingt immer so, als ob das schon seit 30 Jahren her ist, ja Quatsch. Bisher war es so gewesen in der alten Alpha 10, dass erst ab der zweiten großen Horde dann die Spucker dabei waren, soweit ich mich erinnern kann. Die gab es, glaube ich, nicht von Anfang an. Aber gut, sei es drum. So ein bisschen wegmachen, den Dreck möchte ich da schon. Wer will schon Blutfropfen vor dem Fenster haben? So, mal weg mit diesem ganzen Müll. Das ist ein Problem. Wenn so ein Fropf oder so ein Leiche davor ist, kann man hier kein Frame mehr setzen. Deswegen ist das ein bisschen doof. Ich hoffe nur, ich habe nur immer Bedenken, dass diese Leichen da mal meinen Garten verschandeln. Das würde ich dann nicht so toll finden. Ich höre sie, ich sehe sie aber nicht. Die geht mir ganz schön auf die Nüsse. So, was wollte ich? Ich wollte anpflanzen. Also das Medkit hat natürlich auch schon was gebracht, wie man gesehen hat. Diese Verbände sind auch nicht allzu schlecht. Normale Verbände ist dann eigentlich nichts mehr für später. So, ab dem siebten, achten Tag, sage ich mal, kann man sich mit normalen Verbänden die Wohnung tapezieren, aber mehr sind die auch nicht nutze. Es sei denn, man hat diese anderen Verbände, die guten, gar nicht mehr. Das ist dann natürlich eine andere Kiste. So. Kartoffeln! Die wollen wir doch noch anpflanzen. Es dauert auch nicht lang, bis wir genügend Kartoffeln haben. Ich sag mal, noch diese eine Ernte. Und dann ist das Thema auch erstmal für eine längere Zeit abgefrühstückt. Weil das ist ja doch schon ganz ergiebig. Wellness Plus und nicht Minus, trotz des Angriffs. Das ist okay. Das da ist nicht okay. Weg. Bei Gelegenheit kann man natürlich den Garten in der Länge der Felder auch erweitern. Das macht dann auch Sinn, dass man sozusagen dann auch eine längere Reihe anpflanzen kann. So. Selbstverständlich setzen wir auch 10 ein. Ach ja, siehst du,
Das wollte ich auch noch tun. Ich wollte natürlich auch auf jeden Fall die Kaffeebohnen zumindest mal eine Reihe, wenn es geht, nochmal anpflanzen, weil die ja nur, also eine Pflanze gibt ja nur zwei Böhnchen. Das heißt, wir kriegen hier eigentlich nur eine Verdopplung hin. Mehr leider nicht. Jetzt zuckt es aber arg. Hört sich wieder. Das gibt's gar nicht. Auf der Uhr habe ich jetzt schon 20 Minuten. 20 Minuten sind rum. Ich habe das Gefühl, wir haben nichts geschafft. Es ist gar nichts passiert. Naja gut, aber wir haben Tag. Und ich fürchte eventuell, dass das, dass diese Frame-Einbrüche hier von einem Update von Steam kommen. Das würde mich dann jetzt doch schon ein bisschen annerven, wenn das so wäre. Aber wir wollen das hier noch schnell pflanzen. Und haben damit sozusagen mit dem erfolgreichen achten Tag, hätte ich jetzt gesagt, haben wir 7 Days to Die sozusagen freigeschaltet. Jetzt die große Horde kann jetzt kommen, jetzt können Hundehorden kommen, es ist alles drin, es ist alles machbar. Das heißt, wir können uns in Zukunft auf etwas gefasst machen, sind natürlich aber auch nicht unvorbereitet. Also in unserem Safehouse können wir es gut aushalten. Angepflanzt haben wir. Der Garten läuft, ist in Betrieb. Unsere erste Abwehr ist noch okay. Ja, Beton ist am Start. Das läuft. Ja, Verschmutzung des Wohnraums läuft scheinbar auch. Wir machen uns jetzt natürlich auf und werden uns noch ein bisschen Beton herstellen. Wir werden unsere Lebensmittel jetzt auch ein bisschen bunkern. Wir haben endlich Kartoffeln am Start. Ich werde aber euch noch einen kleinen... Eieiei, vier, komm. So. Ich werde hier noch was demonstrieren und darstellen. Und zwar einen kurzen Vergleich. Dazu werden wir den Pott benutzen. 1, 2, 3, 4. So, wir hatten davon gesprochen, wendest du im Vergleich. Machen wir auch gerade. Wir stellen jetzt erstmal vegetarisches Du her. Hier ist es schon angezeigt. 2 Minütchen brauchst. Ja, komm, wir haben... Nee, wir haben nichts anderes. Erstmal anschalten. Läuft die Zeit, jawohl. Das war zu viel. So, sobald das Essen draußen ist, haben wir einen direkten Vergleich. Und dazu können wir zum Beispiel auch den schäbischen gekochten Karnickel dazu nehmen. Und einfach auch mal dann vorstellen, was der drauf hat. Ja, und was so ein, wenn man kein Fleisch zur Hand hat, sondern nur sein Gemüse angebaut hat, was das bringt. Das zeige ich noch gerade. Also wir haben das wenigstens du. Gesundheit 5 bringt das. Und das Essen wird um 40 erhöht. Das Trinken um 25. Wellness 1,6 dazu. Auch hier Health 5. Genau wie dort. Essen nur 20, also die Hälfte weniger als das mit Fleisch. Hydration 25, das ist gleich geblieben, also vom Trinken her bringt es mehr, aber die Wellness wird nur um 0,8 erhöht. Also es ist ein bisschen schlechter vom Essensgehalt her, von der Flüssigkeit das gleiche. Der gekochte Hase, Fullness 20, das ist so ähnlich oder gleich dem vegetarischen. Allerdings enden dann auch schon fast die Vorteile. Zu trinken bringt es nichts, das ist der große Unterschied, aber hebt auch die Wellness, ne? Also der gegrillte Hase ist normalerweise nicht das Ding. Und den verputzen wir jetzt auch. Den brauchen wir nicht weiter zu beachten.
Weg damit. Ist nichts, was man direkt empfehlen könnte. Am besten ist immer noch mit Fleisch. Das Vegetarische ist mehr so der Lückenbüßer. Den lassen wir uns jetzt trotzdem mal schmecken. Und heben uns das Stamina wieder an, um den Schlag von vorhin etwas vergessen zu machen. So, wir haben noch ein Brot, was gerne zu Antibiotika gewandelt werden möchte. Dem kommen wir auch nach. Tun wir gerne. Dann haben wir ein neues Antibiotika am Start. Eins mussten wir ja verbrauchen. Leider Gottes. Ah, 42, das ist okay. Angepflanzt haben wir auch. Ja, das Blei. Gut. Papier. Und das ist das Potassium. Das wollten wir eigentlich hier abgeben. Ihr Lieben, es hat keinen Sinn. Ich würde jetzt gern hier Zement herstellen. Werden wir auch tun. Aber ich muss, ich bin schon wieder über der Zeit. Ich muss leider sagen, dass wir das in der nächsten Folge tun werden. Das war jetzt schon die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es gut fandet, würde mich freuen. Daumen hoch für mich, gerne gesehen, auch ein Abonnement. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir ein bisschen Beton vorbereiten und vielleicht auch diesmal uns noch ein paar Kleinigkeiten im Ausbau und vornehmen und vielleicht auch ein bisschen mit einer neuen Höhle uns anfreunden. Mal schauen, wir lassen uns was einfallen. Also dann, bis dahin, viel Spaß noch bei 7 Days to Die. Bis zur nächsten Folge. Ciao!